Die Schere zwischen Arm und Reich geht weiter auseinander. Jeder Sechste in Deutschland ist von Armut bedroht. Dazu stellt der Sozialverband Deutschland im Haus der Bundespressekonferenz ein Forderungspapier vor. Als ein mitgliederstarker Sozialverband nehmen wir sehr genau wahr, wie sehr sich die ungleiche Verteilung in unserer Gesellschaft ausbreitet. Die Einkommen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stagnieren seit Jahren. Angesichts steigender Steuern, Abgaben und Preise bleibt ihnen immer weniger im Geldbeutel. Auf der anderen Seite erhalten die Vorsitzenden der DAX-Konzerne Bezüge und Bonuszahlungen in zweistelliger Millionenhöhe. Diese Ungerechtigkeiten werden noch verstärkt durch die eskalierenden europäischen Finanzkrisen und die Konsequenzen im Haushalt der Bundesregierung. In einem Satz: Das entstandene Ungleichgewicht muss wieder ins Lot gebracht werden. Die Schere zwischen Arm und Reich geht in den letzten 10 Jahren dramatisch auseinander. Ein ganz geringer Anteil unserer Bevölkerung verfügt über 2/3 des gesamten Vermögens. Die Hälfte der Bevölkerung verfügt über so gut wie gar kein Vermögen. Damit sich an dieser Situation etwas ändert, fordert der SoVD, die Ordnung am Arbeitsmarkt muss wiederhergestellt werden. Darunter versteht der SoVD insbesondere eine angemessene Entlohnung und den Ausbau sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung. Die Leistungen der Renten-, Kranken-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung müssen gestärkt werden. Die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen darf nicht länger außen vor bleiben. Mehr als die Hälfte der schwerbehinderten Arbeitslosen lebt inzwischen von Hartz IV. Der SoVD fordert gleiche Chancen bei der Daseinsvorsorge. Insbesondere Familien mit geringem Einkommen benötigen Angebote in den Bereichen Bildung, Wohnen, Gesundheit und Prävention.